Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich dachte mir mal, ich drehe heute spontan einen Vlog. Für mich geht's jetzt aber erstmal ins Büro, denn ich muss arbeiten. Ja, das Wetter ist nicht so schön, aber es regnet wenigstens nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, ich düse jetzt erstmal los. Schaut mal, wer da ist. Oh, jetzt versteckt sie sich. Da. Oh, die Meli ist so süß. So, ich bin jetzt auf dem Parkplatz vom Büro angekommen, werde jetzt hochlaufen. Und ja, dann werde ich erstmal schön arbeiten, wie es sich gehört in der Ausbildung. Oh mein Gott, Leute, was ist das bitte für ein verrückter Vlog? Ja, ein paar Tage später und ich bin braun. Also ich war ja an dem einen Tag arbeiten und dann habe ich ganz spontan einen Friseurtermin bekommen. Und da habe ich mir tatsächlich die Haare braun tönen lassen. Ich wollte das einfach schon immer mal ausprobieren, beziehungsweise seitdem ich 14 bin oder so, wollte ich immer schon mal braune Haare haben. Und ich habe es mich nie getraut. Meine Mom meinte, dass ich es jetzt einfach mal ausprobieren soll. Ja, weil lieber jetzt noch in den jungen Jahren sowas ausprobieren, anstatt wenn man was älter wird. Und genau, so ist jetzt das Endergebnis. Die sind getönt. Ich habe mir das beim Friseur machen lassen. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, welche Tönung die da benutzt haben. Ja, das hält jetzt so ein paar Wochen. Und genau, ich finde es gar nicht mehr so befremdlich, weil es jetzt schon ein paar Tage her ist, wo ich den Friseurtermin hatte. Die einen finden blond besser, die anderen finden braun besser. Ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Aber naja, das schauen wir dann. Erstmal bleiben sie jetzt braun, solange wie die Tönung hält. Und dann schaue ich weiter. Genau, wie man sieht, bin ich geschminkt. Wir haben jetzt gleich nämlich Team-Event. Ja, heute Morgen war ich schon mit Robin im Stall, denn wir mussten ein bisschen für Royal Horseman filmen. Und jetzt geht's für mich, wie gesagt, gleich los. Ich werde gleich abgeholt. Ich kann euch ja eben mein Outfit zeigen. Ich habe einen Pulli an. Oh Gott, man sieht mein Outfit so gar nicht. Das ist natürlich doof. Ich habe einen Pulli an, weil es ist arschkalt. Ich werde mir auch noch eine Winterjacke mitnehmen. Die Pferde müssen wir uns sogar jetzt schon Decken tragen. Also zwar nur eine Regendecke, aber trotzdem. Dann habe ich eine Jeanshose an. Meine Nikes wie immer. Und hier drunter habe ich auch noch ein T-Shirt an. Falls es warm wird. Wir spielen nämlich Minigolf. Dann gehen wir in Essen. Die Aufnahme hat leider gestoppt, weil ich nicht mehr so viel Speicherplatz habe. Was ich sagen wollte, wir gehen Minigolf spielen, dann gehen wir in den Escape Room und dann gehen wir noch alle zusammen essen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf heute Abend und genau, warte jetzt noch auf Robin und Julia, die werden mich hier abholen und dann geht's los. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das ist ein Teil vom Hundekörbchen. Meine Mom hat das heute gewaschen. Und genau, der Rest muss noch trocknen, deswegen liegt das da so komisch rum. Naja. Was hast du gerade gesagt? Warum dann Elefant hängt, der Ärmste? Wieder dahin. Ja! Wahrscheinlich spinnen wir. Ja, kann er denn? Nein, jetzt komm rein. Hallo. Frisch geschnipft. Der lag jetzt da, warum hat er jetzt gesehen? Jo, das hat funktioniert. Auf einen Schlag! Ja, meiner lag ja da. Der ist ja richtig drunter gefallen. Toll, jetzt sind wir Gleichstand, oder was? Alles wird gesehen. Ja, doof gewesen. Jetzt
hinter dir. So, wir sind jetzt fertig mit Minigolf spielen. Ich bin jetzt letztendlich 3. Platz geworden, zusammen mit Julia. Am Anfang war ich definitiv schlechter, dann hatte ich ein bisschen Übung und dann wurde es besser. Das war auf jeden Fall sehr cool und ja, jetzt gleich geht es für uns in den Escape Room. Ich freue mich schon, ich bin gespannt. Ich habe das ja noch nie gemacht, leider dürfen wir da nicht filmen, also beziehungsweise sagen AK und Julia, dass man die Handys sehr wahrscheinlich abgeben muss. Ja, aber Julia, wollen wir jetzt das noch spielen? Haben wir noch genug Zeit? 5 Minuten. Ja. Ich esse einfach nichts. Spaß. So, mittlerweile haben wir 21 Uhr. Ich bin schon wieder zu Hause. Ich bin jetzt im Badezimmer. Werde mich abschminken, Zähne putzen und dann geht's für mich ins Bettchen. Obwohl, nee, ich muss auch erstmal alle Sachen ans Ladegerät packen, weil ich habe morgen Berufsschule. Ich darf schön wieder um 5 Uhr aufstehen. Ich freue mich. Ja, und dann bin ich erst morgen wieder um 4:45, also 16:45 Uhr zu Hause. Das wird ein langer Tag, deswegen freue ich mich jetzt schon auf mein Bettchen, aber ich muss gleich auf jeden Fall noch Insta-Stories hochladen und ich wollte auch noch was für TikTok machen. Genau, aber dann ist auch schon Feierabend, also mehr passiert jetzt auch hier in diesem Video nicht. Ich weiß, es ist nicht so mega lang mal wieder geworden. Warum sehen meine Haare gerade so dünn aus? Das triggert mich. Das Video ist mal wieder nicht so mega lang geworden, aber vielleicht habt ihr ja auch mal Videowünsche oder Videoideen, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich da nächste Woche spontan mal eins für euch drehen. Ja, aber ich dachte, lieber so ein Video von unserem Team-Event, wo ich euch ein bisschen mitnehme und von einer Veränderung, Haarveränderung, anstatt kein Video. Ich glaube, es ist dann trotzdem schöner für euch. Genau, ja, ich werde jetzt, wie gesagt, mich erstmal fertig machen. Dann freue ich mich wirklich sehr auf mein Bettchen, weil es mir ist kalt. Es war schon eine dumme Idee, einen Top jetzt hier nur anzuziehen. Ich brauche einen Pulli, aber das ging auf einmal so schnell, die Wetterumstellung. Es war letzte Woche noch warm, diese Woche ist unter 10 Grad bei uns. Daran möchte ich mich erstmal gewöhnen. Ja, und dadurch, dass ich auch nicht 100% fit bin, ist mir eh schneller kalt. Stimmt, Medizin nehme ich also auch noch. Ja, aber ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Mehr als reden kann ich jetzt gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Tschüssi!